Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Freunde, in diesem Video sprechen wir über einige Themen. Unter anderem sprechen wir über das große Sommer-DLC in GTA Online. Unter anderem schauen wir auch mal, wann das DLC erscheinen könnte. Wir sprechen über den ersten Supersportwagen, den es im Sommer-DLC geben wird. Wir sprechen über einen Bug in GTA Online, den sehr viele Spieler seit Wochen haben. Und ich zeige euch, wie, wenn ihr GTA Plus Mitglied seid, ihr ein geheimes Design in GTA Online bekommen könnt. Freunde, wenn euch das gefällt, dass wir heute über das große Sommer-DLC sprechen, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch diese Informationen über das große Sommer-DLC mitbekommen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, aber auch nichts mehr zu GTA 6. Und wenn du weiteren Content von mir sehen möchtest, dann schau doch mal auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Link dazu findest du in der Videobeschreibung und unten im angepinnten Kommentar. Aber jetzt haben wir genug Werbung gemacht, jetzt starten wir direkt in das Video rein. Also, let's go! Beginnen wir mit dem großen Sommer-DLC, welches in diesem Sommer in GTA Online erscheinen wird. Im vorletzten GTA Plus Werbepost im April 2024 hat Rockstar Games ja bekannt gegeben, dass wir in diesem Sommer ein großes Sommer-DLC in GTA Online bekommen werden. Und nun hat der Mai mit einem neuen GTA Plus Monat begonnen und Rockstar Games hat erneut einen neuen GTA Plus Werbepost veröffentlicht. Und in diesem Post haben sie neue Informationen über das große Sommer-DLC veröffentlicht. Und zwar schreibt Rockstar Games hier: kostenloses Fahrzeug im Sommer-Update für GTA Online. Das kommende Sommer-Update für GTA Online bietet Mitgliedern bei GTA Plus neue Möglichkeiten, ihre Fahrzeugsammlung durch neue Gefährten zu erweitern. Mitglieder erhalten den neuen Supersportwagen Overfloyd Pipistrello des Sommer-Updates kostenlos. Also, alle GTA Plus Mitglieder werden mit dem großen Sommer-DLC einen neuen kostenlosen Supersportwagen bekommen, und zwar den Overfloyd Pipistrello. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Supersportwagen hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Ein Bild zum Overfloyd Pipistrello hat Rockstar Games im Übrigen auch gepostet. Dieses könnt ihr gerade hier auch schon im Hintergrund sehen. Was ich allerdings ein wenig komisch finde, ist, dass Overfloyd eine schwedische Automarke in GTA Online darstellt, der Pipistrello aber ein italienisches Elektroauto ist. Denn im richtigen Leben basiert dieser auf dem Estrema Fulminea aus dem Jahre 2023. Mann, die Fahrzeugliebhaber unter euch haben gerade echt was zu lachen, so wie ich die Autonamen hier ausspreche. Schande auf jeden Fall über mich. Die optische Umsetzung ist aber ganz klar eine 10 von 10, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und ich bin gespannt, wie sich der Pipistrello im Endeffekt in GTA Online fahren lässt. Ob er sich gut fahren lässt, ob er mit den anderen Supersportwagen mithalten kann oder vielleicht sogar der neue, beste und schnellste Supersportwagen in GTA Online werden wird. Falls ihr euch jetzt nun fragt, ob dieses Fahrzeug nur auf der Next Gen, also auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series erscheint, weil er ja kostenlos ist für GTA Plus Mitglieder und GTA Plus gibt es ja eben nur auf der Next Gen, also auf der PlayStation 5 und der Xbox Series. Da kann ich euch an dieser Stelle sagen, dass der Pipistrello auf allen Plattformen erscheinen wird, auch auf den Plattformen, auf denen es kein GTA Plus gibt. Sprich, er erscheint auch auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auf dem PC. GTA Plus Mitglieder werden ihn sich einfach kostenlos für 0 GTA Dollar auf Legendary Motorsports kaufen können und alle anderen Spieler, die kein GTA Plus abonniert haben, können sich den Pipistrello ganz normal für seinen regulären Preis auf Legendary Motorsports kaufen. Wäre ja auch ein wenig unfair meiner Meinung nach, wenn man sich den Pipistrello nur kaufen kann bzw. ihn nur bekommen kann, wenn man GTA Plus Mitglied ist. Die Frage ist aber jetzt nun, wann erscheint das große Sommer-DLC in GTA Online? Dafür sollten wir mal einen Blick zurück ins vergangene Jahr werfen, denn dort erschien das Sommer-DLC 2023, also das San Andreas Mercenaries DLC, am 8. Juni 2023. Im vergangenen Jahr war es so,
dass der GTA Plus Monat im Mai ursprünglicherweise am 8. Juni 2023 enden sollte. Allerdings hat Rockstar Games kurz bevor der GTA Plus Monat endete, diesen um 4 Tage verlängert bis zum 12. Juni 2023 und einen Tag darauf erschien dann das Sommer-DLC 2023. In diesem Jahr geht der GTA Plus Monat bis zum 5. Juni 2024. Und wenn der GTA Plus Monat in diesem Jahr auch wieder verlängert wird, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir das Sommer-DLC im Juni erhalten werden. Allerdings gehe ich nicht davon aus, denn es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass das Sommer-DLC dieses Jahr später erscheinen wird als wie im letzten Jahr. Wir wissen ja alle, dass wir mit jedem neuen DLC auch neuen Content herunterladen, den Rockstar Games dann irgendwann später in GTA Online veröffentlicht. Mit dem letzten DLC, also mit dem Chop Shop DLC, haben wir ja einigen Content damals heruntergeladen im Dezember 2023, den Rockstar Games dann später veröffentlicht hat, unter anderem die Wildlife Fotografie Challenge, die ganzen Drip Feed Fahrzeuge, den Clucking Bell Heist und auch die ganzen Events, wie zum Beispiel das Lunar New Year Event oder das 420 Event. Und aktuell sieht es so aus, als haben wir von diesem Content noch etwas übrig, und zwar für ein weiteres Event. Und zwar handelt es sich bei diesem Event um das Independence Day Event. Das Independence Day Event startet jedes Jahr Anfang Juli in GTA Online und hier bekommen wir immer patriotischen Content. Und mit dem letzten DLC, also mit dem Chop Shop DLC, haben wir für dieses Event neue patriotische Kleidung heruntergeladen und deshalb denke ich nicht, dass wir das Sommer DLC vor dem Independence Day bekommen werden. Sprich, das Sommer DLC wird frühestens Mitte Juli in GTA Online erscheinen, denn dann haben wir keinerlei weiteren Content mehr, den wir bereits letztes Jahr im Dezember mit dem letzten DLC heruntergeladen haben. Machen wir aber mal mit dem nächsten Thema weiter, und zwar haben alle GTA Plus Mitglieder aktuell die Chance, ein Fahrzeugdesign zu erhalten, welches es seit 2 Jahren nicht mehr in GTA Online gab. Bei diesem Design handelt es sich um das Oppressor-Design für den Toreador. Ihr erhaltet dieses Design jetzt nun, wenn ihr euch den Toreador im Winewood Club kauft, wenn ihr GTA Plus Mitglied seid. Abschließend wollte ich euch noch über einen Bug informieren, den es jetzt nun schon seit einigen Wochen in GTA Online gibt, durch den viele Spieler die Wochenaufgaben in GTA Online nicht abschließen können und somit auch nicht die Belohnungen für die Wochenaufgaben bekommen. Wenn ihr in der Vorwoche eine Wochenaufgabe erfolgreich abgeschlossen habt und ihr euch dann in GTA Online wieder einloggt, nachdem es eine neue Wochenaufgabe gibt, dann kann es sehr oft passieren, dass die neue Wochenaufgabe direkt als abgeschlossen gekennzeichnet wird, obwohl ihr diese noch gar nicht abgeschlossen habt. Und dadurch ist es auch leider nicht mehr möglich, diese Wochenaufgabe abzuschließen und die Belohnungen dafür zu kassieren. Und da wir in den letzten Wochen bei den Wochenaufgaben immer mal wieder Kleidungsstücke freischalten können, wie zum Beispiel in der aktuellen Woche bei der aktuellen Wochenaufgabe den Rockstar Games Rennanzug, ist das Ganze echt ärgerlich. Falls ihr auch von diesem Problem betroffen seid, wie der Maximilian, der mich auf dieses Problem erst aufmerksam gemacht hat, dann könnt ihr euch nur bei Rockstar Games selber melden. Dafür solltet ihr euch im Social Club einloggen und dort dann ein Ticket erstellen mit einem Problem an Rockstar Games und denen dann eben Bescheid sagen, dass ihr von diesem Bug betroffen seid, und dann werden sie euch die Belohnungen der Wochenaufgabe gutschreiben nach einigen Tagen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Bug dann im Sommer mit dem neuen DLC gepatcht wird, aber aktuell patchen sie sowas nicht, sondern sie patchen aktuell nur Dinge wie Money Glitches in GTA Online. So, das waren jetzt nun aber auch schon alle Informationen, die ich heute für euch hatte. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es informativ fandet, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.